Soda Labistum Maisch. Da schaut es her, 600 Zetteln habe ich ausgefüllt. Sind aber vorbeigeflogen. Und so, was dazu kommt, ist, so hat der Duratec, der Zega Pro, den ich seinerzeit zerstört habe, in Albanien auf der Täterrunde, hat er auch noch einmal seinen Job, hat er auch noch einmal eine Funktion auszuüben. Aha. Die spielen nicht mit. Eigentlich haben wir uns das anders überlegt. Hm? Mhm. Ich glaub, die Preise sind viel zu leer, dass wir sie erschenken, oder? Ja, wird mir auch gut gefallen. Ist natürlich ein Scherz. Hallo und Servus bei Wolfsbike und Tour TV. Wenn ihr wissen wollt, wer bei unseren 10.000 YouTube-Abonnenten Gewinnspiel gewonnen hat, dann schaut euch das Video an. Mhm. Die Mail hätte eigentlich wollen, dass wir das Ganze am Stoleck oben verlosen, dass wir mit Tiger rauffahren, im Nebel oben am Gipfelkreuz, so richtig standesgemäß, aber um die Jahreszeit bringt mich keiner mehr auf den Bock. Oder war das umgekehrt? Keine Ahnung mehr. Auf alle Fälle hat es uns richtig gefreut, wie viel da mitgemacht haben, wie viel Zuschriften gekommen sind anlässlich der 10.000 YouTube-Abonnenten, anlässlich dieses Gewinnspiels. Ich habe ja versprochen, dass wir einige vorlesen. Es waren insgesamt knapp 600, hat man ordentliche Haken gemacht. Ich habe nämlich 600 Zetteln per Hand beschriftet, fein säuberlich, obwohl ich hoffe, die Mail kann es lesen. Wird, glaube ich, in Zukunft nicht mehr so passieren. Ich glaube, dass ich das nächste Mal dann einen Zufallsgenerator einsetzen werde oder so, weil letztes Jahr waren es noch 230, jetzt sind es 600, wer weiß, wie viel es dann nächstes Jahr sind. Egal, es war sehr, sehr viel Lob dabei. Wenn ich das alles vorlesen würde, würde ich rot werden, deswegen haben wir uns sicherheitshalber auch beide eine rote Wäsche angezogen. Partnerlook. Damit man das nicht so merkt, wie sehr uns das freut und wie sehr uns das berührt. Wie die Fans von Bike on Tour oder die Seher von Bike on Tour, die große Community, das schätzt, was wir da machen. Ich glaube, du hast da ein bisschen was rausgesucht von den Kommentaren, ja, ein paar wollen wir ja doch vorlesen. Also, es gibt sehr viele Lieblingskommentare, kann leider nicht alle vorlesen, aber ich habe mir da jetzt ein paar rausgesucht. Und zwar, ich fange mal an, von Gerd. Servus, ich finde deine Homepage voll super und schaue regelmäßig drauf. Gewinnen möchte ich natürlich gerne auch. Unabhängig davon lade ich dich und Mel gerne auf eine Runde Käsknöpfle ein, wenn ihr mal wieder in Vorarlberg seid. Aufpassen, was du schreibst. Wir könnten nämlich wirklich kommen. Klingt aber auf alle Fälle noch einen guten Plan. Ja, wir werden vielleicht wirklich vorbeischauen. Dann von Georg Froschmeier. Hi Mel und Wolf, ich will einen von deinen tollen Preisen gewinnen, weil ich schon einige Jahre euren Werdegang verfolgt habe. Mir ist aufgefallen, dass eure Videos von Mal zu Mal professioneller und eingängiger wurden. Den jetzigen Level finde ich super. Bleibt so wie seid, was anderes geht eh nicht. Uwe Gude Fort wünscht euch der Schorsch. Muss sagen, sehr kompetent. Aber ich glaube, du hast da einen absoluten Lieblingskommentar. Ja, einer meiner absoluten Lieblingskommentare ist nämlich von Alex T. Einen Preis durch die Hand der zauberhaften Mel zugelost zu bekommen, wäre für mich eine helle Freude im Grau des Herbstes. Meine Verehrung, Kneefrau. Ach so, der Wolf ist natürlich auch super. Viele Grüße aus Königs Wusterhausen bei Berlin. Ja, der hat einen Geschmack, der kennt sich aus. Ich habe auch ein bisschen was gesucht, wobei ich jetzt wirklich dazu sagen muss, es waren so viele richtig leibende Kommentare, die aber größtenteils sehr, sehr viel Lob ausgesprochen haben, und wenn ich das jetzt alles vorlese, dann ist es eine Lobhudelei auf unserem Kanal. Deswegen haben wir vor allem die rausgesucht, die sich die Mühe gemacht haben und auch Reime verfasst haben. Also das weiß ich, das ist wirklich, das kann man nicht hoch genug schätzen, das hat mir wirklich sehr, sehr gefreut. Zum Beispiel der Jörg Falkenstein hat bei mir im Blog geschrieben: Sprüche klopfen kann ich gerne, bin aus Hessen, nicht aus Herne. Leider bin ich nicht so findig, auf meinem Bike ist's ganz schön windig. Der Wolf zu sehen auf dem Bike macht mich froh, darum ein Like. Die Mel erinnert mich fast jeden Tag zu abonnieren, was ich mag.
Der Wolf zu sehen, sie zu hören, macht mich glücklich, ich könnte schwören. Drum bleibt's gesund und munter und niemals fällt's vom Tiger runter. Also wenn es nach mir ging, würdest du einen der vier Preise gewinnen, aber das super, hängt natürlich auch von der Mel ab, wenn sie zieht, und weil bei uns geht das alles gerade runter. Ja, wenn es nach mir geht, dann würden 100 gewinnen, mindestens. Okay, der Franz hat geschrieben, der Wolf huckt gern auf Füllebock für den, der meist vom Bildschirm hockt. Also falls für die deutschen Freunde, die das nicht verstanden haben, der Wolf sitzt gerne auf vielen verschiedenen Motorrädern für die, die vom Bildschirm sitzen. Super Reim. Der Peter Nissel hat geschrieben, Servus Wolf, er möchte nicht gewinnen, weil ich pfeife auf Tennis und auf Golf, ich fahre lieber schottern wie der Wolf. Auch ein super Reim. Dann der Red Fred auf YouTube hat geschrieben, Gratulation zur großen fünften Stelle. Nun schmeißt der Wolf auch feine Präsente. Ich hätte auch gern was auf die Schnelle. Und damit sich's reimt, kommt jetzt eine Ente. Ist auch lieb, vor allem die Ente. Der Jürgen Leopold, der Kanal ist heiß. 10.000 Abos sind leiwand. Drum kommt ein Preis nach Deutschland. Und der German Walchen hat geschrieben, hast den Wolf am Bike noch nicht gesehen, wird dir viel an Info fehlen. Also das sind wirklich nette Reime. Ja. Was mich auch besonders gefreut hat, ist, dass sehr, sehr viele geschrieben haben, dass sie aufgrund meiner Internetpräsenz, aufgrund meiner Videos, meiner Berichte, erstmals in Albanien waren, erstmals dort waren, da waren, dass sie sehr, sehr viel nachgefahren sind. Das zeigt uns, dass das gelesen wird, dass das angenommen wird. Einige haben auch geschrieben, dass ich nicht unverantwortlich dafür war oder sogar hauptverantwortlich dafür war, dass sie zum Beispiel ein Tiger 800 gekauft haben oder dass sie ein Africa Twin gekauft haben. Also Triumph und Honda, gut hinhören, alle Kommentare durchlesen. Das ist wirklich auch eine gewisse Auszeichnung. Unzählige haben erwähnt, dass sie aufgrund meiner Reifenempfehlungen Reifen montiert haben und diese Empfehlungen oder meine Einschätzungen bestätigen können. Auch das hört man und liest man immer sehr gern. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir kommen jetzt am besten zu den Verlosungen. Es warten vier leibende Preise auf euch, die zur Verfügung gestellt worden sind von meinen Partnern oder Freunden oder von uns selber. Deswegen ist auch oben Werbung eingeblendet, damit man da nichts nachsagen lassen kann. Und wir fangen gleich mit einem richtigen Highlight an. So wie ich gelesen habe, für viele sogar auch der Lieblingspreis, wahrscheinlich auch für die Leute, die hauptsächlich auf der Straße unterwegs sind, weil andere Preise zum Teil auch ein bisschen implizieren, dass man auch Offroad fährt. Und zwar zur Verfügung gestellt von Touratech Austria wahlweise entweder diese iBracket Smartphone-Halterung oder eine Navi-Halterung. Beides von Touratech, tolle Preise, damit es euch nicht verfahrt. Die Smartphone-Halterung kommt ohne diesen RAM-Mount. Ich habe das montiert, weil das recht praktisch ist, weil ich das eben auf verschiedenen Testbikes dann immer wieder schnell montiert habe. Also entweder dieses iBracket Smartphone-Halterung, die sehr praktisch ist, sehr einfach zu montieren ist, oder eben eine versperrbare Navi-Halterung. Melli, würde sagen, fang's gleich einmal an. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Ich freue mich, dass ich wieder Glücksengel spielen darf. So. Dann. Gescheit durchhüllen. Ja. Gar nicht so einfach. Bin schon gespannt. So. So, der glückliche Gewinner ist Dalibor Antic. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Dalibor Antic. Ist, glaube ich, ein eifriger Kommentierer und Liker. Das schauen wir mal, was der geschrieben hat. Auf Facebook hast du gesagt, gell? Ja, genau, auf Facebook. Ich habe das jetzt nicht gelesen. FR hast du da geschrieben. FB, du kannst es nicht lesen. Das ist alles. Dalibor Antic, gratuliere zu 10.000 Abonnenten. Gönne jedem deiner Abonnenten was zu gewinnen. Also auch mir, also du hast... Ja. Du hast gewonnen, du kannst ja dann aussuchen, entweder diese iBracket Smartphone-Halterung oder eine Navi-Halterung zur Verfügung gestellt von Touratech Österreich. Ja, Glückwunsch! So, gehen wir gleich weiter. Genau. Als nächstes kommt der Preis, den wir zur Verfügung gestellt haben. Also diesen Sweater, diesen lässigen aus dem Bike und Tour-Shop und dazu dieses E-Mail-Häferl. Mel, netter Preis. So, ja, genau. Tief wühlen. Ja, ich glaube, man hört es. Dass jeder eine Chance hat. Ja, genau. So. Ich war ein paar Zettel von mir rein dann. Was ich gleich dazu sagen will, jetzt zwischendurch, es haben ja einige
Gescheite das viermal gemacht, was ich ja auch angeboten habe. Also die haben sowohl auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und in meinem Blog mitgespielt. Die haben also hier vier Gewinnchancen drinnen. Wenn einer zweimal gezogen wird, dann werfen wir wieder zurück. Also ist sehr unwahrscheinlich, dass bei 600 Zetteln einer zweimal gezogen wird, der vier drinnen liegen hat. Aber ich sage es gleich der Ordnungshalber dazu. Also es wird der Talibor Antic, der jetzt das gewonnen hat, nicht auch noch das gewinnen und vielleicht noch den Helm und sonst noch was. Also wer hat unseren Bike und Tour Fan Package also, gewonnen? Auf Facebook den Jürgen Gerlach. Super, der Jürgen Gerlach. Herzliche Gratulation. Du gewinnst ein Bike und Tour E-Mail Heferl und einen Sweater. Schauen wir noch, was der Jürgen geschrieben hat. Das ist bei diesen vielen immer recht schwer zu finden. Jürgen Gerlach schreibt: Lieber Wolf, ich wünsche dir noch weitere 40.000 Abonnenten. Du machst eine tolle Arbeit und bist echt ein Benzinverrückter. Ach ja, warum ich gewinnen muss? Nun, zurzeit hätte ich es echt mal verdient, was zu gewinnen. So wie die Seuche gerade an mir klebt. Grüße an Nell. Also wenn du zurzeit ein bisschen Pech hast, ein bisschen die Seuche an dir klebt, dann hoffe ich, dass dieser Preis von Bike und Tour ein bisschen den grauen Alltag erhält. Wir kennen uns ja, glaube ich, von meinem Vortrag bei Touratech in Deutschland, bei meinem Reisevortrag über Albanien. Auf alle Fälle viel Freude mit dem Preis aus dem Bike und Tour Shop. Geht demnächst dann per Post an dich. Ich werde dich noch kontaktieren mit deiner Größe. Ja, und von mir auch Glückwunsch. So, gehen wir gleich weiter. Der nächste Preis, den haben wir nicht da liegen, weil er zu groß ist oder weil wir gerade keinen da haben. Es ist auch ein ganz besonderer Preis, ein weiterer Hauptpreis sozusagen. Und zwar der Michelin Anarchy Adventure. Ein Reifen wie gemacht für eine Reiseenduro, ein Reifen wie gemacht für das, was die meisten von uns mit einer Reiseenduro fahren wollen. Also Mel, weiter deines Amtes. Das Glückengel habe ich am liebsten. Ja. So. Und zwar auf Bike on Tour, der Pascal, Living the Adventure Life. Pascal? Herzliche Gratulation, du wirst nächstes Jahr mit einem Michelin Anarchy Adventure herumfahren. Schauen wir nach, was er geschrieben hat. Ist ein bisschen leichter, weil am Bike and Tour Blog waren nicht so viele. Da haben wir nur ca. 40 Leute gehabt. Das sind dann die 40 oder viele von denen sind dann welche, die Profis sind, die überall mitgespielt haben. Pascal. Hallo Wolf, erstmals Gratulation zu den 10.000 Abonnenten. Verfolge deine Videos und Beiträge schon eine ganze Weile und mich packt immer mehr das Reisefieber. Mit diesem Expertenwissen, das ich mir bei dir abschauen kann, freue ich mich auf die geplanten Touren für nächstes Jahr. Natürlich wäre es mir recht, wenn ich dieses Mal nur von dir Post bekomme und nicht auch noch von der Landespolizeidirektion. Liebe Grüße, Pascal. Jetzt kann ich mich erinnern, der Pascal war einer der Ersten, der was bestellt hat im Bike & Tour Shop und damals, wie er das Label gekriegt hat, hat er gleichzeitig dann gepostet, dass er Post gekriegt hat von der Polizeidirektion. Also Pascal, ein bisschen langsamer fahren vielleicht mit dem Michelin Anarchy Adventure, mit dem neuen Reifen, den du nächstes Jahr dann auf deiner Reiseenduro drauf hast. Ich glaube, eine KTM 1290, 1190. Auf alle Fälle viel Freude damit. So, das ist einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Ich will jetzt nicht sagen der Hauptpreis, aber auf alle Fälle ein sehr, sehr leibender Preis. Und zwar dieser coole Offroad-Helm zur Verfügung gestellt vom neuen Climb Store in Baden. Dieser F3 Bomber Lime in einem wirklich schönen Design. Sehr leicht, sehr gut durchlüftet, mit einem großen Blickfeld, hat ja eben gute Durchlüftungen, also ein Helm, der wie gemacht ist für eure Offroad-Abenteuer und ich würde sagen, ich rede jetzt nicht lang herum, weil ihr wollt sicher schon wissen, wer den gewinnt. Ja, Mel, weite deines Amtes. Ich beneide den Gewinner jetzt schon. Tief fühlen. So, der glückliche Gewinner ist auf Bike on Tour der Gerhard aus Vorarlberg. Na. Das ist der, der uns aufs Kastenöpfle einladen wollte. Na. Unfassbar. Also wirklich, das war nicht gespielt, in irgendeiner Weise getrickst. Gerhard. Vielleicht bringen wir dann vorbei den Helm und du kannst dann uns die Kastenöpfe servieren. Nein, du wirst einfach den Niki kontaktieren.
vom kleinen Store in Baden und ihr werdet euch das ausmachen, welche Größe du brauchst. Herzliche Gratulation auf alle Fälle zu dem Helm. Auch von mir. Und viel Freude. Gut, das war jetzt dann, das war jetzt lustig, muss ich ehrlich sagen. So, das war's jetzt schon wieder. Hätte gern noch ein paar Preise verlost, aber es gibt nur vier. Ich hätte gern jeden von euch was zukommen lassen. Ich gratuliere den glücklichen Gewinnern. Ich sage all anderen, bleibt uns trotzdem treu. Wir freuen uns über jeden Kommentar, immer über jeden Like. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn euch die ganze Aktion zu den 10.000 YouTube-Abonnenten gefallen hat, dann freuen wir uns auch über einen Daumen hoch. Lasst einen Kommentar da und ganz, ganz wichtig, hört auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Richtig, das ist nämlich der Schluss jedes Videos. Die meisten schauen sich meine Videos eh noch bis zum Schluss an, um die bezaubernde Stimme der Mel zu hören. Auf alle Fälle hat es mich richtig gefreut, dass wir jetzt schon 10.000 Abonnenten haben. Eigentlich sind es mittlerweile nach einer Woche schon 10.200. So kann es weitergehen. In dem Sinne, Baba, bis zum nächsten Mal. Ich sage der Wolf. Und die Mel. Ich glaub, du hast den markiert, oder? Nein, habe ich nicht. Wurscht. Unfassbar. Ja, schon. Schaut aus wie gestellt, aber es war nicht gestellt. Nein, war es nicht. Also ich wünsche allen Gewinnern viel Freude mit ihren Preisen und möchte mich nochmal bedanken bei Duratech Österreich, bei Michelin Österreich und beim neuen Climb Store in Baden für das zur Verfügung stellen der leibenden Preise und ganz besonders natürlich bei meinen 10.200 Abonnenten von Wolfsbike und Tour TV.